Kannst du da oben drauf werfen? Ja, der kommt jetzt runter. Okay, hat eh nicht viel gebracht. Scheiße, ich habe auch eine Granate auf den Kopf gekriegt. Ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Sieht aber lustig aus. Noch. Hallo Leute und willkommen hier auf 4Buttons. Und willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von der Beta von The Division. Ich bin Raindrop und bei mir ist Nightflyer. Ja, huhu. Warte mal, wie konnte man winken? Ach Mann, ich vergesse das immer. Jetzt habe ich wieder eine Granate ausgewählt. Nach unten, natürlich. Hallo. Hallo, Leute. Ja, wir wollen die Quest zu Ende bringen, ne? Du hast gewunken, ich klatsche. Ja, wir haben kann ich eigentlich noch... Warte mal, das muss ich jetzt kurz mal probieren. Nee, es geht nicht. Ich glaube, man kann sich nicht. Okay. Das wäre ja noch schöner. Ja, wir wollten noch die Quest ordentlich beenden. Genau. Und deshalb gehen wir jetzt mal in den medizinischen Flügel, um ihn zu entsperren. Und offenbar müssen wir in diese Richtung hier, ne? Ja. Ich habe gerade gar keinen GPS. Keine, diese Linie habe ich gar nicht. Nee, wahrscheinlich, weil es direkt vor unserer Nase ist. Könnte sein. Mal gucken, jetzt sehen wir uns wahrscheinlich wieder nicht. Ja, ist blöd. Du bist nicht da. Mann. Hm. Das finde ich nicht gut, das sollten sie ändern. Ja, ich glaube, das machen die aber, weil das hier sonst zu überladen wäre wahrscheinlich. Ja, aber du hast ja schon gesehen, die wenigstens wenn man in einer Gruppe ist, muss man sich doch sehen. Die können ja alle anderen ausblenden, oder? Hey, laufen Sie doch nicht weg. Wo muss ich denn hin, da? Was ist denn hier? Kann man hier auch reparieren? Naja, wir gehen erstmal dahin einfach, ne? Genau, mit Jessica Kendall reden. Okay. Sag mal, wenn du draufklickst. Ich klicke. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Jo, das war das. Genau. Der Flügel kann jetzt am Flügelterminal ausgebaut werden. Cool, das schaue ich mir mal gleich an. Einsatz abgeschlossen. Okay, und dann gehe ich auch mal. Benutze den Laptop. Genau. Gucken, was man hier machen kann. So, Klinik. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Ja, liest du mal vor. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Okay. Mhm. Flügelfortschritt. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Mhm. Fertigkeitsbelohnung. Erste Hilfe. Jeder Flügelausbau entsperrt eine Fertigkeit. Fertigkeiten, Mods oder Talent. Vorteile. Jeder durchgeführte Ausbau bringt Ihnen einen oder mehrere Vorteile. Alle Vorteile sind im Vorteile-Reiter des Fähigkeiten-Menüs aufgelistet. Mhm. Ersten Warum Ausbau sind denn da... Hast du das auch, dass da manche Wörter so klein sind? Ja, habe ich auch. Okay. Führen wir den ersten Ausbau durch, okay? Ja, machen wir das mal. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Wein. Mag ich nicht. Ich auch nicht. Nicht wirklich. So, wir haben, wenn ich das richtig gesehen habe, eine neue Fertigkeit, wenn ich das
Was hier, Quarantäne haben wir auch noch, können wir da auch schon ausbauen? Nee, ne? Nee, brauchen wir noch 80 Punkte noch. Moment, mal kurz gucken hier. Erste Hilfe hat alle Verbündete in einem kleinen Umkreis. Die Vorrichtung kann an Ort und Stelle benutzt oder zu einem entfernten Ziel befördert werden. Aha. Oh, was ist das? Vielen Dank, dass ihr Tom Clancy's The Division Beta gespielt habt. Ja, toll. Da steht da unten noch. Glückwünsche, es gibt immer noch viel zu tun. Obwohl in der Beta keine Hauptmissionen mehr verfügbar sind, bietet New York Aktivitäten und Geheimnisse, die entdeckt werden können, vor allem in der Dark Zone. Ihr werdet alle die größten Herausforderungen, die beste Ausrüstung und eine Menge anderer Spieler innerhalb der Dark Zone antreffen. Geht einfach nach Osten. Wir sehen uns drinnen. Jetzt, okay. Jetzt kann ich nur sagen, kein Interesse. Hä? Kein Interesse. Was? Okay, ja. Ja gut, man kann jetzt einfach weiterspielen. Ja, ich finde, das reicht auch an Story für die Beta jetzt hier. Fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Oh, was ist denn das hier? Endlich genug Personal, ist eine Klinik, zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Eine Mini-Klinik. Ich finde das ganz cool hier, muss ich sagen, nochmal zu diesem Thema hier. Mhm. Dass man halt so Punkte sammelt und dass man dann die Station hier ausbauen kann. Das finde ich eine coole Idee. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir noch mal eine kleine Nebenmission machen? Ja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt noch mal raus hier und dann gucken wir mal. Gibt es noch bestimmt noch eine Menge zu tun. Ja. Ich will mal kurz jetzt zu einem Händler. Ich will mal kurz zum Reparieren hier. Hier, Mods-Händler. Nee, Mods-Händler nicht. Waffenhändler. Zu denen gehe ich mal kurz hin. Mit dem werde ich jetzt einfach ein paar Sachen verscheuern. Ja, ja. Hey, verkaufen. Hier, diesen ganzen Schrott hier, den brauche ich doch nicht mehr. Stimmt, kann ich auch mal machen. Was haben wir denn hier? Na, guck mal, wir haben lauter Handschuhe hier. Aber alle kann ich nicht verkaufen. Interessant. Jetzt muss ich mal gucken. Wo sind denn die? Ah, hier, diese M1911. Die finde ich zum Beispiel kacke. Man kann ja auch verschrotten, ne? Ja. So, dann haben wir die M9 Militärversion. Die fand ich auch nicht so dolle. Aber die ausgerüsteten Waffen zeigt er, glaube ich, nicht an hier im Verkauf, wenn ich das richtig sehe. Nicht? Ich glaube nicht. Ich dachte, nicht. Die Grünen wären die ausgerüsteten. Nee. Nee, das kann ja nicht sein. Nee, das wären ein bisschen viele. Ja. Nee, Grün steht, glaube ich, für Primär und das Graue für Sekundär. Denke ich mir jetzt einfach mal. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich verkaufe einfach mal ein paar Sachen hier. Ja, ich auch. Was ist das hier für eine Währung eigentlich? Dollar? Wahrscheinlich sowas eine Art auf jeden Fall. Ich habe Motorradschoner. So, was verkaufen wir noch hier? Diese Super 90 hier. Weg damit. Nee, die verkaufe ich nicht. Das ist so. Aber. Ich weiß es nicht. Werden jetzt die. Es reicht auch mit Verkaufen. Jetzt muss war ich mal jetzt kurz, auch genug. Muss mal kurz gucken, was ich hier gerade ausgewählt habe. Ich will mal was kaufen. Gibt es hier denn überhaupt was Cooles? Achso, gibt's hier ja gar nicht. Ich gehe mal zum Mods-Händler. MP7. Wo gibt's denn Klamotten? So Ausrüstung, das wäre cool. Weiß ich auch nicht. Ausrüstungshändler, Ausstattungshändler. Blaue Waffen sind spezialisiert. Ja, ich denke, das hat irgendwas. Teuer. Das hat irgendwas mit der Qualität zu tun auf jeden Fall, diese Farben. Ja. Also da steht bei Grün steht Standard und bei Blau steht spezialisiert. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel einen beschichteten Plattenpanzer kaufen für 468. Kein Rückgaberecht. Mhm. Oder einen beschichteten Plattenrucksack. Ich habe die beste Auswahl in New York. Aber der ist jetzt. Das ist aber ganz schön teuer alles, ne? Ja, ja, ja. Jagdhandschuhe. Vorbereitenmaske. Das ist echt teuer. Das will ich alles nicht haben. Ich auch nicht. Nicht lange und nee, wir sind wieder ich komme nicht so schnell wieder. Kannst du laufen. Mhm. Wetten. Tschüss. Oh, nochmal hier aufladen hier. Lager. Wie Lager ist leer? Lager ist leer? In Lager kannst du was reinmachen. Ach. Aufladen kannst du beim Ausgang. Da kann man auch Waffen reinpacken und so. Ja. Aber muss das man wahrscheinlich, weil unser Inventar ja dann irgendwann voll ist wahrscheinlich. Ja, aber dummerweise kann ich jetzt nicht sehen, welche Waffen ich ausgestattet habe. Warte mal, doch, das kann ich sehen, wenn ich hier drauf gehe, glaube ich. Ja, das sieht man. Inventar, so, was habe ich denn da ausgewählt?
Das ist die M4. Aber da haben wir ja mittlerweile schon. Und die doppelläufige Schrotflinte habe ich ausgewählt. Ich packe jetzt mal alles andere hier ins Inventar. Alles weg. Ich könnte mal eine neue Handwaffe benutzen. Wobei, die ist schlechter. Die will ich nicht. So, die hätte ich verkaufen können. Ins Lager schicken. Ins Lager schicken. Die nicht. Die ist ach, jetzt sehe ich das ja. Das ist ja, da ist ja so ein Zeichen dann eben dran, was ausgerüstet ist. Jetzt sehe ich das erst. Ja. Ich pack mal alles ein. Weg. Alles weg. So, dann haben wir hier diese Masken. Da ist die besser, sehe ich gerade. Anlegen. Ach, das ist praktisch. Ja, man kann es auch direkt aus dem Inventar anlegen. Das ist super. Okay. Was habe ich denn für viele Sachen hier? Ein Reparaturholster. Oh, hier kann ich noch was Neues anlegen. Sehr schön. So, ich bin fertig. Ich möchte jetzt eine Mission machen. Ja, sofort. Ich muss noch was wegpacken. Diese Reflexe. Ich schau mich mal hier oben ein bisschen. Weg damit. So, das reicht hin. So, wo ist der Ausgang? Da. Ich komme. Auffüllen. So. Warum kann man hier nur langsam gehen? Vergiss nicht, Munition mitzunehmen. Habe ich schon. Oh, es hat geschneit. Ganz doll. Also mein Rucksack sagt 1 von 34 gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, es schneit gar nicht mehr. Wo sieht man das? Was denn? Das hat er mir eben angezeigt, als ich von der Kiste weggegangen bin. Dann hat hinten der Rucksack aufgeleuchtet. Ich habe 3 von 34. Okay. Was ist denn das hier eigentlich für ein Gebäude, wo wir drin sind? Das sieht mir aus wie, weiß ich nicht. Also ich kenne mich jetzt nicht so doll aus in New York. Keine Ahnung, das ist irgendein Regierungs... Warte mal, JTF? Das ist... Was könnte das sein? Keine Ahnung. Irgend so ein Regierungsgebäude jedenfalls. JTF? Ja, JTF heißt das hier jetzt, aber... Ich war ja schon mal da, aber... Weiß ich auch nicht. Was gibt's denn da für Institutionen? Es gibt die Library, die so ähnlich aussieht, aber ich glaube nicht, dass die das ist. Also die Uni-Bibliothek. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. So, wo gehen wir hin? Da ist irgendwas markiert? Ach, finden Sie den Eingang zur Dark Zone, sagt er. Wollen wir das denn? Ich glaube nicht, oder? Wir können mal hier zu dem Grünen gehen, oder? Ja, da oder erst zu dem Blauen, das ist näher dran. Ja, dann markiere ich das Blaue. Ja, hab ich auch was gemacht. Ist denn das andere da hinten? Was denn? Nebeneinsatz. Das können wir gleich auch mal machen, das haben wir noch nicht gemacht. Was denn für ein Nebeneinsatz? Der ist so ein blaues Pentagramm. Nee, ist kein Pentagramm. So ein Fünfeck. Wo siehst du das? Wenn du die noch weiter gehst. Ah, hier, da unten. In Süden. Ja, also komm, lass uns das gleich auswählen. Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepusht. Oh. Und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen. Können wir mit Antennen umgehen? Ja. Okay. Lass uns das mal machen. Würde ich das sagen. Haben wir noch nicht gemacht. Haben wir das eben noch gesehen? Wo war jetzt der Weg? Hier. Hast du doch markiert. Ja, eigentlich schon. Aber gerade eben war die Linie wieder weg. Jetzt ist sie wieder da. Vielleicht ist sie ein bisschen fehlerhaft. Das kann man mir nicht antun. Wo muss ich hin? Wo bin ich? Ja. Was ist mit dir? Ich gar nicht so weit. Sorry. Ich wollte dich nicht von hinten bespringen. Ja. Nee, ich habe gedacht, die hat irgendwie braucht ein Erste-Hilfe-Ding oder was. Ungestüm, wie du bist. Okay. Gutes Wetter hier. Ja. Also optisch gefällt mir das sehr gut. Hier, guck mal, dieses Haus hier. Wo bist du denn? Das ist hier, dieses riesen Wohnhaus hier, dieser Block. Ja, ist schon cool. Na gut. Was ist das hier?
Gibt's ja eigentlich auch nichts. Hier waren wir auch schon, ne? Hier ist das Echo gewesen. Ja. Okay, aber hier ist mal, da ist hier Moment, hier ist was Rotes. Wieso ist denn hier was Rotes? Das ist das Echo. Ach so, okay. Alles klar. Das ist dieser Raum, ich hab gedacht, wo wir nicht reingekommen sind. Ach ja, genau, sind. Jetzt erinnere ich mich. Ja, okay, alles klar. Hui. Mir egal. Geh weg. Ich bin nicht die Gefahr. Ist mir egal. Ja, wenn ich das schon höre, kriege ich die Krise. Krieg ich sofort Plack. Wie oft hörst du das? Du, ich hab ja ab und zu mal hier beim Dschungelcamp reingeguckt. Ach so. Und die Helena oder wie die hieß, die hat da ja auch mal mit angefangen. Ey, sowas. Boah, nee, da fliegt mir. Das. Nee, will ich gar nicht drüber reden eigentlich. Ja. Fliegt mir einfach nur die Mütze weg. Das hat man halt davon, wenn man das auch guckt, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Hier. Hier geht's weiter. Aber hier müssen wir doch hin. Antenne da oben. Ich glaube, wir müssen hier auf den Truck fahren. Ach so, wir sind schon da, so knapp, so quasi. Oder gibt's hier eine Leiter? Ja, ja, hier muss irgendwo nach oben gehen, schätze ich. Da irgendwo ist keine Leiter irgendwo. Hier kann man auf jeden Fall drauf. Fragt sich nur wo. Hier, hallo. Was? Komm zurück. Warte mal, hier ist noch ein Supermarkt, ne? War man in dem drin? Komm zurück. Aber hier ist ein Supermarkt. Da können wir gleich hin. Oh, guck mal, hier ist was. Nee, ist auch nicht. ne, hier ist, glaube ich, nichts im Supermarkt. Jetzt. Sehr interessant, wie du durch die Luft schwebst. Hier ist eine Tür. Kann man die öffnen? Nee. Okay, ich komme. Ich kribbelt die Nase. Das ist nicht gut. So, wo muss ich hin? Hier oben. Achso, du bist ja einfach hochgeklappt. Ah, ja, ja, klar. Ja. Na klar. Okay, und jetzt? Das Stromnetz unterbrechen. Ja, da ist ein Ausrufezeichen auf jeden Fall. Hup. Ich habe hier irgendwie Stimmen gehört. Sind hier wohl Leute? Ich habe nichts gehört bisher. Ja, oh, da sind jetzt Leute. Hör ich auf was. Na, jetzt hör ich auf was. Da sind Leute. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich glaube, du wirst einsam sterben. Ups, das war zu weit. Oh. Granate verschwendet. Okay. Tja, wer ist jetzt einsam gestorben, hm? Ich nicht. Schutzmaske. Da hinten ist eine Kiste, glaube ich. Mhm. Aber wir müssen sowieso hier lange. Hier ist auch ein Gastank. Nee, ist eine Werkbank aus Fallout. Einfach geklaut. Ja, so sieht's aus. Ach so, wir müssen hier was drücken. Ich drücke mal diesen Knopf hier. Okay. Bloop. Okay. Okay. Was jetzt? Hä? Was? Wir haben nur Zeit? Was? Was? Oh nein. Wir haben nur 2 Minuten, um die Antenne zu reparieren. Okay. Ich komme ja nicht. Wieso kann ich nicht über diese Rohre rüber? Weiß ich nicht, aber ich renne mal. Ja, ich versuche dir zu folgen. Wo auch immer es lang geht. Kann ich hier nicht raus? Ja, ich glaube, ich hätte nicht ins Haus rennen sollen. Okay. Oder geht's hier irgendwo hoch? Nee, ne? Kann man denn hier irgendwo hochklettern? Wir müssen in das Haus. Ich sehe keinen anderen Weg. Okay, dann gehen wir ins Haus. Ja, okay, das wird wahrscheinlich jetzt ein Fehlversuch, aber egal. Hier kann man aber nicht durch, ne? Was ist hier mit dem Fenster? Hier, Fenster! Fenster! Das habe ich doch versucht, der ist nicht rausgesprungen. Ja, super. Hier ist eine Leiter. Die ist aber komplett auf der anderen Seite. Wir haben noch eine Minute. Antenne. Ja, reicht locker. Dann lauf mal. Gegner? Gegner? Nein, wir haben keine Zeit für Gegner. Ich versuch's mit einer Granate mal. Ich repariere mal eben die Antenne. Ja, alles klar. Ey, ich kann. Alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt.
Mir war da gerade das Magazin leer. Ja, das Nachladen, finde ich, dauert ganz schön lang teilweise. Je nach Waffe wahrscheinlich, aber... Haben wir schon erledigt, die Sache hier? Ja. Okay. Hier musste man einfach drauf drücken. Alles klar. Hier ist eine Leiter. Das war ja und einfach. Ja, wenn man das Ziel findet. Ich würde gerne wissen, ob man rutschen kann, irgendwie die Leiter runter. Vielleicht mit Kreis oder so? Ja, das habe ich probiert, dann springt man aber. Das sollte man nicht immer probieren. Nee. Aber ich muss sagen, Steuerung geht gut von der Hand, ne? Mhm. Bin ich auch. Ja, so ein paar Sachen habe ich so, wie mit dem Schild da hatte ich so meine Probleme. Aber mir fällt gerade ein, wir haben noch einen Fertigkeitenpunkt, ne? Oh, echt? Ja. Oh, hier ist ein Telefon. Vermisste Person. Eine besorgte Frau meldet ihren vermissten Bruder. Dann. 300 Punkte. Okay, ich guck mal kurz nach dem Fertigkeitenpunkt. Oh, ich kann jetzt... So, hier. Erste Hilfe, stimmt. Ach ja, wir haben ja was freigeschaltet. Hattest du Erste Hilfe auch gemacht? Ich mach das jetzt. Okay. Weil wir haben ja bei den anderen nichts freigeschaltet. Ja, oder ich, kann man das... Was hast denn du jetzt bis jetzt geskillt hier? Ich hab Technologie das erste und Sicherheit das Schild. Aber, und du kannst jetzt trotzdem Erste Hilfe skillen, obwohl du vorher den Impulsgeber nicht geskillt hast? Ja. Das ist cool. Kann ich. Das ist cool. Ja, jetzt würde ich gern... Die Haftgranate. Ich stehe nicht auf Minen und Haftgranaten. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Das ist immer das Erste, was ich wegschmeiße bei Spielen, weil ich da überhaupt nicht mit zurechtkomme. Ich habe auch bis jetzt erst eine geschossen und die hat sich irgendwo an der Wand geklebt und hat gar nichts gemacht. Ist ja jetzt auch nur... ist ja jetzt einfach nur so. Ja, ich habe jetzt auch meine Erste Hilfe genommen. Mhm. Damit ich den blöden Schild los bin. Ja. Okay. Hauptsache, du hast deinen Scan. Oder einer von uns hat einen Scan. Ja, genau. Der muss schon sein. Also der ist für mich, also der ist Pflicht in meinen Augen. Ja. Das war jetzt eine ganz coole Mission. Ja. Also zumindest mal was anderes. Was ist das hier? Achso, du hast den gescannt eben, oder was? Nee. Was habe ich? Der hat bei mir gerade angezeigt, Zivilist wird gescannt. Ich habe gar nichts gemacht. Der möchte einen Müsli-Riegel. Hast du einen Müsli-Riegel? Ja. Ich glaube, der Herr hat uns zusammengebracht. Oh, eine schicke Lederjacke. Die ziehen wir gleich mal an. Die schicke Lederjacke. Da bin ich ja total scharf drauf. Hier ist aber noch viel los. Ne? Ja, die ist doch cool, die Lederjacke. Guck mal. Ach, das Postamt war das übrigens, wo unsere Basis ist. Okay. Das Postamt. Ja, so sieht's auch aus. So sieht übrigens die Post, das Postamt in Krefeld auch aus. Hätte ich leicht drauf kommen können. Ja, sieht ganz genauso aus. Wenn ich es mir gerade überlege. Guck mal, meine neue Jacke. Wo denn? Ja, hier. Ich stehe doch hier im Licht. Wunderschön. Toll, ne? Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. So, dann hier lassen wir nochmal zu einer Aufgabe gehen hier. Ich würde gerne... Hier, da ist was Grünes. Hier ist noch so eine andere Aufgabe. Sollen wir die machen? Noch so einen Nebeneinsatz. Nebeneinsatz? Ja, markieren wir mal. Da unten den, ne? Meine Güte. Ja. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Geiseln also wieder? Warum stehst du da hinten immer noch? Ich bin schon losgelaufen. Weil ich mir das angehört habe und auf die Karte geglotzt habe. Das kannst du dir doch beim Laufen anhören. Ich bin aber nicht so klug. Ah. Okay. Ja, also ich mag die Dark Zone machen wir dann nicht, ne? Ja, ich denke, man muss jetzt auch nicht alles auf einmal machen, finde ich. Ich habe die Dark Zone mal gemacht auf der Gamescom, fand ich nicht so geil. Ja, was ist das, PvP oder was, ne? Ja, also ich fand es nicht schlecht, aber mich nervt das. Oder gibt's da verschiedene Spielmodi? Also soweit ich das weiß, also dass ich gespielt habe, war, dass man ein Paket irgendwie hat, das muss man dann... zu einem Punkt bringen und dann wird das abgeholt von einem Hubschrauber. Passen Sie auf, was Sie tun. Und also wenn so, da so andere... Quasi Capture the Flag, so eine Art.
Ja, ich meine, du kannst es dir ja auch teilen, ne? Das ist ja nicht unbedingt PvP, du kannst ja auch mit den anderen spielen. Ja, ja, ja. Ja, das meinte ich ja, ob es eben halt verschiedene, Koop und halt eben, ja, komplett PvP. Sind das Feinde? Warte mal. Ach so, die gehören zu uns. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Müssen wir da jetzt reingehen? Tja, ich weiß es nicht. Die Zeit ist übrigens abgelaufen, aber ich würde sagen, wir machen das hier trotzdem noch zu Ende. Ja, dieses machen wir jetzt noch und dann... Ich folge dir mal. War es das mit der Beta und dann gibt's mal... Schauen wir mal, ob es vielleicht ein Let's Play gibt, ne? Oder auch nicht. Soll ich eine Granate werfen, also? Kannst du da oben drauf werfen? Ja, der kommt jetzt runter. Und der hat eh nicht viel gebracht. Scheiße, ich habe auch eine Granate auf den Kopf gekriegt. Ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Sieht aber lustig aus. Ich darf noch mal eine. Ah, jetzt kommt, jetzt kommen die natürlich runter, die Arschkrampen. Ja, was haben die denn jetzt geworfen? Ich kann überhaupt nichts sehen. Und warum rennen die immer weg? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, die mit den Stöckern sind auf jeden Fall ziemlich schwach, würde ich mal behaupten. Der steht direkt einen Meter vor mir und ich treffe den Penner nicht. Oh. Jetzt wollte ich den gerade mit der Shotgun umhauen. Ja. Was war denn hier jetzt gerade? Ach so, ich dachte, der Van wäre irgendwas gewesen, war aber gar nicht. Und was ist das hier? Ist ein Telefon, glaube ich, kann das sein? Wo denn? Hier auf dem Boden. Einfach perfekt. Zwei Mädchen unterhalten sich über einen Popstar. Mhm. Kann man die auch anhören? Würde mich mal interessieren. Tja, vielleicht vielleicht später im Spiel. Ich weiß es nicht, aber es sind ja wahrscheinlich... Aufklärungsstar. Ach ja. Ja, in der Beta geht's nicht, okay. Aber wir haben schon 4 Stück gefunden. Mhm. Die kann man bestimmt anhören, vielleicht sind die lustig. Ja, da hinten ist noch ein Punkt. Wollen wir den noch machen? Ja. Da haben wir halt nochmal so eine lange Folge, aber... Ich glaube, das gehört ehrlich gesagt noch dazu. Ja, glaube ich auch. Ich glaube... Das sind Feinde, ne? Ja. Ja. Der macht ja gar nichts. Geil, die Shotgun ist auf jeden Fall geil. Ja, die ist ziemlich stark. Also wenn man nah genug dran ist, natürlich nur. Ja. Oh, ein Griff. Was, hast du hier was gefunden? Ja, also der hat was gedroppt. Mhm. Die Gegend ist auch wieder cool. Okay, Ziel erfüllt, das versteckte... Okay, wir sollen den Bereich sichern. Ich werf jetzt eine Granate. Oh, ich muss erstmal in Stellung gehen. Ups. Ich werf gleich noch eine hinterher hier. Ja. Oh nein, der wirft was. Du sitzt irgendwie im Rauch. Ja, ich merke es schon. Ich sehe überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Rauch? Oh Gott. Der Rauch ist ganz schön krass, ne? Ich wollte jetzt gar nicht zielen eigentlich. Ich wollte eigentlich, da ist ein... Ah. Ich bin da ein bisschen draufgängerisch gerade. Oh, da oben. Oh, da kommen noch mehr. Oh je. Ich habe keine Granate mehr. Ins Gesicht, Bitch. So, Ziel erfüllt. Okay, da soll man einen Officer retten. Ein paar Sachen, ich könnte mich mal heilen, wenn ich schon 3 Medikits habe. Ja, so das mache ich auch mal gerade. Man wird nicht so stark verletzt, ne? Also ich war jetzt in einem ziemlich gefährlichen Position. Ja, ich glaube, das ist aber auch nur am Anfang. Das ist, glaube ich, noch relativ einfach hier. Ja, ich öffne das mal hier. Ja, sie sind, glaube ich, gar nicht gestorben oder so. Bisher. Wer ist das denn? Ach so. Unsere Leute. Die kommen aber spät. Hallo. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Jo, dann komm raus. Mach dich mal vom Acker. Du hast wohl heute ordentlich
Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Spinat. Leute kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde Ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Ich wollte eigentlich da auf das Schloss schießen. Kann man? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Ja. Wäre aber cool. Ich wollte es auch nochmal ausprobieren. Nee, hier ist gar nichts, ne? Du hast mir gerade eine gehauen. Hier ist ein Rucksack. Hab ich gar nicht. Nee, doch nicht. War ein Licht. Doch, du hast mich gehauen gerade. Nein. Ich bin vielleicht in dich... Nee, kann man gar nicht in sich reinrennen. Oh, nee, ich kann auch andere Leute nicht hauen. Sehr gut. Kann man da oben rein? Kein bisschen. Da sind Fenster. Ich will da rein. Geht aber nicht. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Nee, 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 nee. Na gut. Nein. Klappe. Ich mach, was ich will. Oh. Hehe. Was ist denn das da? Das ist eine Lampe, ne? Ja, man kann nicht alles zerschießen. Okay, die Lampe konnte ich zerschießen. Das da geht nicht? Nee, die nicht. Ja, die nicht. Okay. Die ist festgeschraubt. Na gut. Boom. Ja, gut. Ja, wir sind durch, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja. Letzte Folge vorerst erstmal. Ja. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, ja, ein Let's Play sehen wollt bei uns. Ja. Würde uns interessieren. Das wäre interessant. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, wenn das Spiel rauskommt. Ich weiß nicht, im März irgendwann, ne? Meine ich. Ja, ich hab's jetzt gerade nicht ja, im Kopf. Ja, ich hab das genaue Datum auch nicht im Kopf, aber irgendwann im März. Was kommt noch im März? Nix. Uncharted wurde ja verschoben. Ja, das kommt im April aber, ne? Ja, im April gibt's Uncharted 4. Jo. Bei uns. Naja. Ja, sonst, es kommen bestimmt noch mehr Spiele, die ich jetzt gerade alle verdränge. Ja, Deus Ex kommt das dieses Jahr noch? Ich glaube, ne? Ach ja, aber das kommt ja bestimmt erst im Herbst oder so, oder? Ich meine ja. Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, Mass Effect auf jeden Fall kommt noch dieses Jahr. Nee, gar nicht wahr, das kommt nächstes Jahr. Das haben wir auch verschoben. Ja, alles wird verschoben. Weiß ich gar nicht, aber erstmal The Division, ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr es bei uns sehen möchtet, im Koop-Let's Play quasi. Und ja. Ich hab fertig. Mit dem, was ich sagen wollte. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, Nightflyer hat ja schon alles gesagt. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Let's Play oder angezockt oder was auch immer. Ja, tschüssi. Jo, bis dann.